Hoffnungszeichen im Lichte der KMU. Hoffnungszeichen, das klingt schon sehr stark nach Gefälligkeitsgutachten, nach Schönfärberei, nach Pfeifen im nächtlichen Wald. Ich erinnere mich an ein Seminar, das ich mal gemacht habe, ein säkulares Persönlichkeitsentwicklungsseminar vor fast 30 Jahren. Und der Trainer, der uns dieses Seminar damals gab, sagte, die Hoffnung ist überhaupt das Allerschlimmste, was es gibt. Also zumindest ich war damals noch junger Pastor, war einigermaßen entsetzt und dachte, was ist das denn? Das ist ja eine der christlichen Kardinaltugenden, Hoffnung. Und er sagte, die Hoffnung hindert uns daran, unser Möglichstes zu tun. Und er erzählte diese berühmte Geschichte, die wahrscheinlich viele von Ihnen und von euch kennen, wo ein Mann im Haus sitzt, eine Überschwemmung beginnt und es kommt ein Schlauchboot vorbei und er sagt, nein, nein, der liebe Gott wird mich schon retten. Und das Wasser steigt höher, er sitzt im ersten Stock, wieder kommt ein Schlauchboot vorbei und er sagt, nein, nein, der liebe Gott wird mir schon helfen. Und dann ist er am Schluss auf dem Dach und nochmal kommt ein Schlauchboot vorbei und wieder sagt er, nein, nein, ich hoffe auf Gott und auf göttliche Fügung und Rettung. Und am Schluss kommt es, wie es kommen muss. Der Mann ertrinkt in der Flut und vor Gott sagt der Mensch, oder nicht Mensch, Gott, ich habe so auf dich gehofft. Und Gott sagt zu ihm, ja, ich habe dir dreimal ein Schlauchboot vorbeigeschickt und du bist nicht eingestiegen. Ein alter Karlauer, alte Geschichte. Aber ich glaube, es ist etwas, was viele Leute falsch unter Hoffnung verstehen. Viele verstehen unter Hoffnung, ja, es wird schon irgendwie gut gehen. Gott wird uns schon nicht hängen lassen. Angesichts dessen, dass unser Glaube auf dem Gekreuzigten basiert, finde ich es schon theologisch sehr, sehr schwierig. Dass es auch ein gewisser Realitätsverlust ist, gehört nochmal dazu. Hoffnung, die uns davon abhält, unser Möglichstes zu tun, ist keine Hoffnung. Das ist Falschgeld. Es ist keine christliche Hoffnung. Ich bin der Meinung, es ist überhaupt keine Hoffnung. Weil echte Hoffnung führt nicht in die Passivität, sondern sie führt dazu, sie ermutigt uns dazu, aktiv zu werden, unser Möglichstes zu tun. Sie hindert uns nicht am Handeln, sondern sie beflügelt. Ich glaube, was wir nicht brauchen angesichts der neuesten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungszahlen, ist ja die Hoffnung, das wird schon irgendwie weitergehen. Was wir nicht brauchen, ist, dass wir sagen, weiter so. Wir machen das einfach bisher weiter. Wir haben in den letzten 30 Jahren so viele Kirchenreformen erlebt. Und irgendwo war das immer so der rote Faden. Wie können wir unter der Vorgabe zurückgehen der Finanzen und Ressourcen das bisherige in größtmöglichem Maß beibehalten? Man hat nicht wirklich am System etwas ändern wollen, sondern hat versucht, einfach dieses System mit immer weniger Geld und immer weniger Personal und Ressourcen aufrechtzuerhalten. Aber das ist nach den neuesten Zahlen der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, glaube ich, nicht mehr so möglich. Es entpuppt sich auch hier als Falschgeld. Wir müssen Hoffnung woanders suchen. Wir müssen Hoffnung suchen, die mobilisiert, Hoffnung, die beflügelt, die uns nicht am Handeln hindert, sondern vorangehen lässt. Hoffnung, die dieses, ja, sorry, das hätte ich eigentlich schon vorzeigen sollen, die uns beflügelt und die dieses berühmte Zitat, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Verfasst denn unbekannt, wird oft Martin Luther zugeschrieben und das stimmt definitiv nicht. Das ist die Art von Hoffnung, die wir brauchen, die auch eine neue Qualität bringt. Sagen, ich pflanze jetzt ein Apfelbäumchen, ich mache jetzt etwas, was man eigentlich gar nicht erwarten würde in dieser Situation. Das Zweite, ich hatte jetzt über gute Hoffnung, schlechte Hoffnung mit uns nachgedacht. Hoffnung bewirkt eine neue Realität. Wir brauchen eine neue Realität. Und da möchte ich für die Hoffnung wirklich mal eine Lanze brechen. Die Fähigkeit zu hoffen oder der Fähigkeit zu hoffen haben wir zu verdanken, dass mehr Leben erhalten, mehr Ziele erreicht und mehr Probleme gelöst und mehr Hindernisse überwunden wurden als von jeder anderen menschlichen Fähigkeit. Also es das heißt ja so oft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Die Hoffnung stirbt oft zu einem bestimmten Punkt und dann stirbt ihr alles andere hinterher. Deshalb sage ich, echte Hoffnung haben wir mehr zu verdanken oder zu verdanken, dass mehr Leben erhalten, mehr Ziele erreicht, mehr Probleme gelöst, mehr Hindernisse überwunden wurden,
als durch irgendeine andere menschliche Fähigkeit. Und da möchten wir von Midi diese Hoffnung wirklich hochhalten, die richtig verstandene Hoffnung. Auch diese Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle von den beiden Fröschen, die voller Neugier in einen großen Topf hüpfen und dann plötzlich als Problem haben, der Topf ist voller Milch, die Wände sind glatt, sie kommen nicht hoch und sie strampeln. Und irgendwann gibt einer die Hoffnung auf und sagt, es hat überhaupt keinen Sinn hier, dauernd in dieser Milch zu strampeln. Er hört auf zu strampeln und ertrinkt. Der andere Frosch strampelt weiter und weiter und irgendwann mal merkt er unter seinen Füßen einen festen Grund, weil durch sein Strampeln einfach diese Milch sich zu Butter geschlagen hat. Dann hüpft er aus dem Topf heraus. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Die Hoffnung stirbt oft zuerst und dann stirbt ihr alles hinterher. Von daher eine Lanze, die ich brechen möchte für die Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht unrealistisch. Wir denken auch, das ist ja völlig unrealistisch. Aber Hoffnung nimmt die vorgegebene Realität nicht einfach hin, sondern sie verwurzelt sich in einer neuen Realität, in einer zukünftigen Realität. Hoffnung und Glaube hängen ganz eng miteinander zusammen. Ich glaube an Gott ist ein Satz der Gegenwart. Ich glaube gegenwärtig an Gott. Die Aussage, ich hoffe auf Gott, richtet sich auf die Zukunft. Glaube und Hoffnung hängen ganz eng miteinander zusammen. Hoffnung ist das, was ich über den Gott, an den ich gegenwärtig glaube, für die Zukunft aussage. Ich sage, ich hoffe auf diesen Gott. Wunderbar dieser Satz von Peter Kusmich, einem kroatischen Theologen. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Ich finde, es gibt kaum einen schöneren Satz, der das ausdrückt, wie Glaube und Hoffnung zusammenhängen. Hoffnung ist die Zukunftserwartung, die dem Glauben innewohnt. Dritter und letzter Gedankengang. Hoffnung braucht einen guten Grund. Niemand von uns weiß, wie die Zukunft aussieht. Selbst das Wetter von morgen können wir nur zu 78% vorhersagen. Obwohl wir so viel wunderbare technische Hilfsmittel haben und daran gearbeitet haben seit Jahrhunderten vermutlich, 78% Trefferquote bei der Wettervorhersage. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Und das ist natürlich ein riesiges Feld für Phantasten, für Schwarzseher, für Scharlatane, Menschen, die die Bibel als falsche Propheten bezeichnen würde. Warum falsche Propheten? Weil sie Menschen an einer Stelle betören, an der sie ganz besonders verwundbar und empfänglich sind. Weil sie diese Zukunftsungewissheit haben, geht die Bibel mit falschen Propheten, falschen Prophetinnen sehr hart ins Gericht, weil die Menschen an der Stelle ganz besonders sensibel und ganz besonders verletzlich sind. Das heißt, wir brauchen für unsere Hoffnung eine gute Grundlage, eine solide Grundlage. Die Frage ist, was könnte eine solche Grundlage sein, und ich bleibe jetzt im Erwartungshorizont und werde ihn trotzdem, glaube ich, hoffentlich etwas relativieren, wenn ich sage, natürlich die Bibel. Und gleich hinterher, liebe Leute, die Bibel ist keine Glaskugel. Ich kann aus der Bibel nicht die Nachrichten von morgen entnehmen. Viele benutzen die Bibel genauso und sagen, naja, es gibt so Prophetien und das Buch der Offenbarung, ganz, ganz besonders beliebt auch in diesen Tagen. Es ist keine papierne Glaskugel, die Bibel. Wir können, also ich glaube, dass in der Tat die christliche Hoffnung in der Bibel verankert ist, aber nicht im Sinne einer Glaskugel, die uns die Zukunft, auch die Wettervorhersage von morgen liefert, sondern was macht die Bibel? Die Bibel berichtet uns erstens vom Handeln Gottes in der Vergangenheit. Das heißt, wir können in der Bibel sehen, was ist das Wesen Gottes? Wie handelt Gott? In welchen Situationen? Wir können diesen Gott, der auch heute noch handelt, in der Bibel sehr, sehr gut kennenlernen. Sie spricht außerdem Verheißungen aus und Warnungen aus, zeigt uns Wege auf und Irrwege auf, von denen wir auch sehr gut auf unser heutiges Handeln schließen können. Und drittens, sie bezeugt uns Jesus Christus als den Ursprung und Vollender der Kirche. Und Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, werden meine Kirche, so kann man es auch übersetzen, nicht überwältigen. Das heißt, die Gestalt, die konkrete der Gestalt der Kirche ist dem Wandel unterworfen. Und wir haben in der Geschichte Kirchen kommen und gehen sehen. Und es ist nicht gesagt, ob wir als evangelische Kirche das alles überleben werden, aber die Kirche Jesu Christi wird überleben. Über ihr steht eine riesige Verheißung.
Und wir sind einfach vor einer Metamorphose der Kirche, wo wir nicht wissen, ob diese Raupe überleben wird, ein neuer Schmetterling kommen wird. Da haben wir nicht die Glaskugel, aber es gibt eine Verheißung in Jesus Christus über seine Kirche. Hoffnung braucht einen guten Grund. Als evangelischer Christ nenne ich als erstes die Bibel, ich nenne aber als zweites das, was wir heute schon sehen können. Und da sind wir schon mittendrin in der Tagung, weil wir bei Midi reden nicht von irgendeiner Zukunft, die hoffentlich irgendwann mal kommen wird. Hoffentlich kommt das so. Das Tolle bei Midi zu arbeiten ist, wir sehen so viel schöne Dinge. In diesen ganzen Zeiten, wo Zahlen eine negative Sprache sprechen, sehen wir wirklich lauter geile Sachen. Überall, an allen möglichen Orten aufpoppen. Das heißt, die Zukunft, von der wir reden, die erfinden wir nicht einfach. Die entnehmen wir nicht einer Glaskugel und auch nicht einer papiernen Kugel. Wir finden diese Zukunft. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind unterwegs quasi als christliche ZukunftsforscherInnen und als Zukunftswerkstatt der EKD versuchen wir zu finden, was an Zukunft bereits nicht nur in der Luft liegt, sondern schon bereits auf Erden ist. Wir sind die Zukunftswerkstatt von Kirche und Diakonie. Und unsere Überzeugung ist, die Zukunft findet bereits jetzt statt. Die Zukunft findet bereits jetzt statt, wie ein blühender Ast, der den kommenden Frühling ankündigt. Ist noch nicht das Gesamtbild, aber wir sehen diese blühenden Äste. Wir versuchen sie zu zeigen, ans Licht zu bringen, miteinander zu vernetzen. Davon soll diese Tagung ein bisschen was widerspiegeln und auch der folgende Film.